Braucht der Motor? Ja. Oh, fuck. Wasser. Wir haben kein Wasser mehr, oder was? Na, super. Und nö, wir stehen hier mitten im Berg. Ja. Nix ging mehr. Ich musste dem Drehteam Bescheid geben. Der Fleetwood ist überheizt. Dieses langsam fahren berghoch, das ist für dieses Auto nicht gut. LKWs angefahren vorbei, die sind hier in einem Engpass, es ist saugefährlich. Ich weiß nicht, aber es ist, als könnte ein großes Problem sein. Wir machen ein bisschen Wasser rein, wir hoffen. Das Wasser war im Moment unsere einzige Chance. Sollte das Auto nun kaputt gehen, würden wir in Kolumbien stranden. Kein Auto, keine Panamericana. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt keiner mehr vor uns zurück, oder was? Ja, da hinten ist so ein LKW, der blockiert. Und das ist ganz schwierig gerade. Mittlerweile stauten sich hinter uns Dutzende von Fahrzeugen und ich hatte keine Ahnung, was wir tun sollten, wenn die kalte Dusche nicht helfen würde. Kostüme in Deutschland ist ein bisschen dünnhäutig, aber hier ist es eigentlich ganz okay. Also keiner macht einen blöd an, alle winken trotzdem noch und gucken freundlich. Ist ja schon mal etwas. Das Problem ist nur, wenn uns der Motor kaputt geht, dann haben wir ein Problem. Ich guck mal, ob der anspringt. Okay, ja. Das geht? Probieren es. Einsteigen, wir müssen weiter. Ganz schnell! Wieso? Ganz schnell! Also das Auto hatte ja jetzt auch schon mehrfach Probleme und dieses Fahrzeug ist definitiv nicht für sowas gemacht. Endlich ging es weiter, aber jetzt trauten wir dem Motor nicht mehr. Mit Wasserkanister bewaffnet. Was hat denn Stau verursacht? Wir haben jetzt die Heizung, Klimaanlage, alles aus. Und die Heizung voll auf. Der Motor wird sich ein bisschen erholt und kühlt. Ich Sorgen machte, ist einfach, das ist jetzt nur das erste große Berg. Aber den hatten wir geschafft. Und ab jetzt waren die Straßen erstmal wieder flach. Wir haben erstmal vorüber die hoffentlich wieder nicht im Blick. Leider wurde die Lage nicht besser, sondern schlimmer. Und am Ende sogar lebensgefährlich. Und die Bremsen, die sind immer schlechter geworden. Und schnell kann ich nicht mehr bremsen. Ich muss mit Automatik, mit ersten Gang, zweiten Gang bergab, dass der Motor halt quasi auch ein Teil der Bremse ist. So kann man auf jeden Fall in den Bergen nicht fahren. Für mich war klar, wenn die Bremsen nicht funktionieren, muss ich die Tour für heute abbrechen. Der hat Bremsflüssigkeit. Da haben wir ja schon vor 2 Tagen alles überprüft. Wenn die Karre keine Bremsen mehr hat, ist vorbei mit der Auto. Also normalerweise müsste das so, wie das jetzt funktioniert. Jetzt geht's wieder. Bis gerade eben hat das so irgendwann angehalten. Jetzt hat man das Gefühl, der hat wieder Widerstand.
Die Bremsen sind einfach brutal heiß geworden. Und dann kam der Tankwart. Er hat grundsätzlich nicht Nein gesagt. Es gibt schon mal Hoffnung. Das wäre ein Durchbruch. Absoluter Durchbruch. Dann hätten wir vielleicht eine Chance, Geld zu sparen bei Sprit. Essen, da ist Luke dran. Ich glaube, das funktioniert. Also wenn wir tatsächlich für die Tankfüllung kein Geld bezahlen müssten, oder vielleicht nicht ganz Tankfüllung, okay, vielleicht mal sagen, ah, komm, so ein bisschen, das wäre schon mega. Während Luke weiter hart für ein paar Portionen Fastfood kämpfte, hatte ich vom Tankwart eine Antwort bekommen. Der nimmt leider nicht den Tequila. Ich glaube, der ist kein Schnapstrinker. Nach vielen Problemen hoffe ich, dass wir auch mal jetzt ein bisschen Glück haben und ein bisschen was essen, weil wir haben alle Hunger. Jetzt tanken wir erstmal für 40 Dollar. Das Benzin kostet hier nicht so viel. Ja. Auch wenn der Sprit in Kolumbien billig war, würden wir bald kein Geld mehr in der Kasse haben. So konnte es nicht weitergehen. Niemals aufgeben war jetzt die Devise. Wir müssen es probieren, weil das ist quasi eine Hoffnung, die ich habe, dass wir halt quasi für Schnaps und was auch immer wir im Auto finden, was wir loswerden können, Benzin kriegen. Ja. Vor der Weiterfahrt hatte ich den Wagen noch mal gecheckt und wieder erwarten war alles gut. Es waren wohl wirklich nur die hohen Berge, die den Motor und den Bremsen zu schaffen gemacht hatten. Immerhin gab es gute Nachrichten, was die Verpflegung anging. Dank Lukes Erfolg konnten wir uns auf den Weg nach Medellin endlich mal wieder satt essen. So, Leon, was gibt's da Leckeres? Ja, hier Hühnchen, Pommes, hier sind noch Reis sogar. Und wie es schmeckt? Ja. Wir haben jetzt hier in unserem Wohnmobil Essen bereitet. Also, wir haben hier gerade was zu essen. Ja, schmeckt es? Ja. Das ist lecker, ne? Das Hühnchen ist so lecker. Also wirklich, ich liebe es. Tschüss. Gut gestärkt machten wir uns weiter auf die Suche nach einer Tankstelle. Was machst du gerade? Was? Mal. Malrechnen, ne? Du fängst an mit Malrechnen, genau. Dass deine Lehrerin auch stolz auf dich ist, wenn du wiederkommst. 4 plus 4 plus. Und die Lilly macht? Ja, weil ich so eine Spanierin bin. Spanisch. Mache ich hier die Spanischaufgaben. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Liebe Grüße an die Frau Strakholz an der Stelle, unsere Spanischlehrerin. Während die Mädels lernten, versuchte ich mein Glück erneut beim Sprit-Tequila-Tausch. Señor, no tengo dinero. No tengo dinero. Pero tengo para beber. Tequila. Quiero una botella de tequila. Mira, le enseño. Mira, de México. Tequila, 1 litro. Pero no. Excelente. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto petróleo me da usted para una? Por esta le ponemos qué? 5 galones. 5 de más. Oh, hombre. Sí. Muy duro. Más que 5 galones. 10 galones por 2. No, para 1. 10 galones, esta botella cuesta. $40, te lo juro, María. Te lo juro. ¿Verdad? ¿Eh? Te lo juro. ¿Eh? Oh, yo le creo. Pero no beber un día, ¿eh? Ah, no. Muchos días. A poquito. Ok, 10 galones, ¿sí? Listo, vale. Perfecto. Vale, pues. Auch 5 wäre gegangen, ne? Aber ich muss gucken, sparen, weil wir brauchen halt Sprit. Endlich ein Erfolgserlebnis. Ich war dem Pächter sehr, sehr dankbar. Das ist das Einzige, was uns rettet. Der Sprit hier in Kolumbien kostet pro Liter, umgerechnet auf Euro, nur 50 Cent. Gracias. Perfecto. Wir sind in Kolumbien jetzt ungefähr 800 Kilometer ins Land schon gefahren.
haben aber noch mindestens 1000 vor uns, bis an die Grenze von Ecuador. Jetzt machten wir uns aber erstmal auf den Weg nach Salento. Wir kamen immer näher an das weltbekannte Kaffeeanbaugebiet in Kolumbien. Und ich wollte unbedingt eine Kaffeeplantage besuchen. Die Bremsen hielten jetzt, aber trotzdem sollten wir vorher wieder auf Probleme stoßen. Also wer freut sich auf die Kaffeeplantage? Wenn anderes Wetter wäre, ja. Hey, wir haben gerade das gleiche Problem wie gestern. Weil gestern hatten wir ja schon, das hat geraucht, war richtig heiß. Stop and go und halt eher berghochfahren tut dem Motor überhaupt nicht gut. Also hat gestern nach so 20 Minuten Kühlen wieder gereicht, dass er wieder funktioniert für mehrere Stunden. Mal hoffen, dass es jetzt wieder geht, ne? Wer jetzt denkt, dass wir mit dem rauchenden Motor für heute das Schlimmste hinter uns hatten, der irrt sich. Die letzten Kilometer bis zur Kaffeeplantage sollten noch verdammt stressig werden. Leon, du musst das weiter hoch machen. Geht nicht. Es geht nicht weiter hoch. Ja, das ist ja drauf, das ist schwarz. Guck mal, wie soll das denn schaffen? Guck oben, ob wir durchkommen. Ja, das passt locker. Danke, Leon. Muchas gracias. Leon. Also wir sind mitten in Kolumbien und hier ist das bekannte Gebiet für Kaffee. Wie heißt denn der Kaffee? Kennt man den? Das Kaffee Escobar. Kaffee Escobar. Nein, der Kaffee heißt Colombia Kaffee oder sowas. Ja. Einfallsreich. Also wir sind kurz vor der Kaffeefarm. Wenn Sie jetzt immer weiter richten, ist der Schlupfen erfurt. Oh nein. Sag mal, Julie, also wir fahren da jetzt nicht runter. Das ist so steil da runter. Ich fahr da. Boah, es wird schwierig, wird schwierig. Guck dir das mal an, ist da runter? Ich hab keine Ahnung. Bitte? Das ist mir überhaupt nicht richtig. Hab ich da genug Platz, Hanni? Ja, ja. Hier ist perfekt. Ist super. Gut. Ich bin froh, dass es an dem Tag nicht stark geregnet hat. Weil sonst wäre der Weg, ich glaube, unmöglich wieder rauszukommen. Jurassic Park. Jetzt versuchen die da zu diskutieren. Jetzt will die erklären, wo man lang fährt. Man kann da nicht lang fahren. Also das ist ja der Wahnsinn. Ahorita no hay paso sobrado, vea. Paso sobrado, amigo, vea. Oh, ahí pasan todos. Er hat ein Allradauto, der kann fahren mit dem Auto rückwärts und die kommen hier durch. Wir haben hinter uns noch 3-4 Fahrzeuge. Er will, dass ich hier mit der Karre da rein. Diese Straße ist eigentlich nicht geeignet für ein Auto, die wir haben. Ist geeignet nur für Allradautos. Ja, un medio metro para la derecha, señor. Ich habe ihm gesagt, ich habe Zeit, wir können auch hier schlafen. Wir haben Kühlschrank voller Essen. Alles. Ich rufe die Polizei. Ich sage, ja, ruf die Polizei. Ich sage, was soll ich machen hier? Wir kommen nicht durch.